Ja, ich fühle mich am Eis wohler, aber es war wirklich lässig. Ja, es war lässig einmal, es war mal was Neues für uns. Ja, das war eine total lustige Erfahrung eigentlich, weil am Eis mit der Ausrüstung fühlen wir uns wohl. Die VSV-Stars präsentierten sich in lässiger Mode und setzten sich zwischen Models hin und her gerissen, gekonnt in Szene. Es ist eine imposante Show, die alle begeisterten VSV-Fans einstimmt. Einstimmt auf das, was in knapp einer Woche beginnt, nämlich die Champions League und im Anschluss daran auch gleich die neue Saison. Die Fans sind heiß, die Spieler sind heiß. Muss ich bedanken bei der Stadt Villach und beim Vizebürgermeister Günter Eibel, der so eine lässige Show auf die Beine gestellt hat. Die Bude war heute voll, die hat gekrockt, das war richtig Spaß und ich glaube, es war zwar ein bisschen ungewohnt für die Spieler, dass wir da auf einen Laufsteg rumgegangen sind, aber vor allem die Fans sind zahlreich erschienen und ich glaube, das ist das Wichtigste. Es ist ganz toll, wenn man sowas immer wieder erleben darf und der Verein solche Möglichkeiten eröffnet für die Spieler. Ich muss sagen, die stehen hinter uns, wurscht, ob sie schlecht spielen oder gut, aber besser als wenn wir gut spielen, aber es sind wirklich immer hinter uns. Ja, unglaublich, das hätte man nicht erwartet, auch bei so einem schlechten Wetter auch noch. Aber es war die Halle voll und man sieht das, es stehen noch immer an und ich hoffe, dass wir am Eis eine gute Leistung bringen. You know, I thought it was a great hockey city. The team, they are always very competitive, you know. I always enjoyed coming here playing against them, so I thought I'd come join them. So, what's your most important aim or what's your ambition in this season? You know, to you know, at least make playoffs, and you know, everyone's goal is to go as far as we can. So I think that's our goal. Es mir hat es gefallen, die Musik und die Effekte. Und die Spieler? Ah, ja, das ist total cool. Also viel besser wie so in der Halle, wenn du so von oben siehst und wenn du wirklich zu sehen umgehen kannst, dass du einen Hallo sagen kannst und sie fragen kannst, das ist schon toll. Für mich ist das was Besonderes. Ich meine, du siehst sie immer auf dem Eis und jetzt siehst du sie mal persönlich ganz nah. Das gefällt mir einfach. Ich habe sehr gerne B-Wahl. Weil er voller Liebe ist und gut spielt. Ja, ist sicher ein eigenes Flair und das ist speziell in Villach. Und ganz besonders für meinen Sohn, weil das ist ein riesengroßer VSV-Fan. Der VSV und seine Fans feierten die coolste Party des Jahres und alle zeigten sich begeistert. Ja.